Also ich weiß ja nicht, ob ich die einzige Frau bin, aber laut Statistik, nein, es leiden bis zu 70% oder war es 30%? Ich weiß es nicht mehr. Also falls ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Es leiden ein paar Frauen an Blasenentzündung. Wer kennt's nicht? Du machst Pipi, Lulu, weiß der Geier, wie man es auch immer nennen will. Und es brennt wie die Hölle. Wenn man jetzt, so wie ich, ab und zu vergisst, viel zu trinken oder man unterwegs ist und man nichts dabei hat oder zu Hause ist und vorm Computer hockt den ganzen Tag und irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Egal, ich habe die geilste Produkt gesehen, gefunden, keine Ahnung, wie es und ich erzähl's euch, ich zeig's euch einfach. Ich habe es nämlich hier, weil es produziert auch Strom für mein Ringlicht, damit ihr mich besser sehen könnt, weil es ist hier zappenduster. Und zwar ist es ein Cooper. Ich weiß nicht, ich kann es euch hier mal zeigen. Es nennt sich Cooper. Ich weiß nicht die Marke, keine Ahnung. Zumindest ist das so eine quasi eine Powerbank, ein Ladegerät. Man kann es auch, muss man selber auch laden, ist klar. Und man kann damit, eben wie mit dem hier, wenn ich jetzt den Stecker ziehe, wird es dunkel. Dann schaltet die andere Kamera ein. Und jetzt muss ich kurz wieder anmachen, weil sonst seht ihr mich so schlecht. Und was ich eben das Coole an dem Ding hier finde, man kann eben sein Handy laden, man kann andere Handys laden. Der hat hier ganz drei verschiedene Stecker. Und den gibt es auf Amazon. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon über 1,5 Jahre. Also ich teste den jetzt nicht erst seit gestern. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Ding. Ich weiß jetzt auch gerade leider nicht, was es auf Amazon kostet. Aber falls ihr euch auch mit Blasenentzündung durchschlagen müsst, kauft euch das. Das ist so geil. Es hat hier, wie man sieht, drei verschiedene Stufen. So warm, wärmer, du verkokelst. Also dritte Stufe ziehe ich mir dann immer eine Jogging. Also ich habe hier auch eine Jogginghose an. Also mit der kann ich die dritte Stufe anmachen. Aber auch nur, wenn es nicht mehr ganz voll geladen ist. Also das wird wirklich enorm, enorm warm. Man kann es natürlich auch im Winter jetzt so zum Händewärmen benutzen. Man kann es schön in die Hand nehmen und es wärmt wirklich so wahnsinnig gut. Und ich liebe dieses Ding auch. Mein Mann, wenn der in der Arbeit ist, der arbeitet im Baumarkt. Wenn dem kalt ist, nimmt er das Ding auch manchmal mit. Und es ist einfach wirklich so geil. Ich liebe, liebe, liebe dieses Ding. Und ich dachte mir, ich habe das jetzt schon so lange und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch eine Powerbank, einen Handwärmer, einen Kätzchenwärmer braucht, wenn er Blasenentzündung hat, sagen wir es mal so. Weil ich finde, Wärme hilft einfach am besten und ich muss mir die halt da wirklich unten reintun.